Hallo Freunde, guten Tag. Es wird heute eine haarige Angelegenheit. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Ich möchte mit euch heute über schöne Haare sprechen. Und ich gebe euch alle meine Tipps, die ich im Laufe meines langen Lebens gesammelt habe, komprimiert und es kommen dann nur so wenig dabei raus. Es wird ein sehr praktisches und ein sehr ganzheitliches Video. Und ich lege jetzt einfach mal los. Haare. Unsere Kopfbedeckung, was für ein Thema. Man sieht es ja immer, wo Bedürfnisse sind, wenn zum Beispiel meiner Meinung nach gefühlt 2/3 der Werbespots im Fernsehen um Haare gehen. Männerhaare, Frauenhaare, Shampoo, Volumen, Schuppen, Haarausfall, alles Mögliche. Das ist natürlich eins unserer größten Themen, ganz klar, weil volles, schönes, vitales Haar zu haben, hat natürlich eine Kodierung, die wir abgeben an die Gesellschaft, sozial und auch sexuell. Man ist im Saft, man ist fruchtbar und so weiter und so fort. Klar gibt es hier natürlich genetische Gegebenheiten. So hat es natürlich auch zum Beispiel mit der Haarstruktur zu tun oder was man eben vererbt bekommt. Übrigens ganz interessant, rothaarige Menschen haben in der Regel weniger Haare, dafür sind die aber viel kräftiger. Brünette haben so Mittelpegel und Blonde haben viel mehr Haare, dafür aber ganz feine. Also an diesen Sachen können wir mit meinen Tipps auch nichts ändern. Und auch wenn jemand genetisch bedingten Haarausfall hat, dann ist das schwer in den Griff zu kriegen. Ich hatte euch allerdings auch schon mal ein Video gemacht über die Behandlung der Kopfhaut mit der Aloe Vera und den Nährstoffen. Und das hat mir ja mal, da kommen wir später nochmal hin, zu einer Haarausfallphase wahnsinnig gut geholfen. Deshalb, ich verlinke euch dieses Video auch. Aber jetzt. Ich kann natürlich jetzt, könntet ihr sagen, ja, das ist jetzt blonde Frau, kann nur über blonde Haare sprechen. Stimmt in dem Fall nur bedingt. Ich weiß nicht, ob es alle von euch wissen, aber ich habe ja eine Ausbildung zur Visagistin, Haare-Make-up-Stylistin und in diesem Beruf zeige euch hier ein paar Ausschnitte, verlinke euch auch in der Infobox meine Webseite, arbeite ich ja auch schon viele Jahre. Und ob das jetzt rote, lange, kurze, blonde, schwarze Männer, Frauenhaare oder sonst etwas sind, habe ich in der Tat Erfahrung mit vielen Haaren, nicht nur mit meinen Haaren. zudem habe ich auch früher, als ich noch als Model gearbeitet habe, mich natürlich auch mit meiner Haarpracht auseinandersetzen müssen. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe ja noch im letzten Jahrhundert gemodelt, wie oft ich diesen Spruch gehört habe, hinter der Bühne oder beim Shooting, ja, was machen wir denn mit den Haaren von der Andrea? Und was war dann immer die Solution? Topieren, topieren, topieren. Haarspray, Haarspray, Haarspray. Und dann war ich schon auch irgendwie noch eine voluminöse Dolly, aber es hat ein bisschen Zeit gedauert. Ja, das zum einen, dann habe ich natürlich selber auch wahnsinnig viele Produkte ausprobiert, weil ich natürlich immer das Gefühl hatte, ja, meine Haare sind so fein und da bleiben gar keine Wellen drin. Und sobald ein bisschen Luftfeuchtigkeit ist, sind die wieder glatt und ich habe kein Volumen und die fetten so schnell und so weiter und so fort. Ich denke mal, vielen von euch geht das auch so, bla bla blü blü. Und dann ging es mir eine Zeit lang wirklich an den Kragen. Das war ja der große Knackpunkt in meinem Leben, als ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen ausgepowert bin, zu viele Schwierigkeiten auf mich einstürmten. Dazu einfach noch kam, dass mein Vitamin-Mineralhaushalt, mein Hormonhaushalt durch verschiedene Sachen, zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion und den Histamin-Höchststand aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Und dann auch noch meine wunderschönen, feinen, glatten Haare einfach schön ausfielen. Und da war ja dann so der Knackpunkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Andrea, es ist immer ganz schön im Äußeren, aber beschäftige dich mit deinem Inneren. Wenn einige Leute was von meinem Werdegang wissen, dann wissen sie ja, dann habe ich ja verschiedene Ausbildungen gemacht zur ganzheitlich zertifizierten Ernährungsberatung und Phytotherapie und bin wirklich von meinem Äußeren in mein Inneres gegangen und habe da angefangen, im Prinzip für schöne Haare zu sorgen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also ihr seht, ein bisschen komplexeres Thema, als es vielleicht hier manchmal bei YouTube mit dem einen oder anderen Trick für Haare ist. Aber was ich vergessen habe, euch zu sagen, natürlich zeige ich euch trotzdem, wie ich meine Beachwaves in meine Haare mache. Den Ausschnitt habe ich euch vorhin ja schon kurz eingeblendet, damit ihr das geteased habt und damit ihr nicht denkt, es wird nur so ein langweiliges Quassel-Video über mein Leben und die Frustration über meine Haare. Und es gibt wirklich eine ganze Menge Tipps, die ich auch über Jahre ausprobiert habe und euch deshalb für einen kleinen Geldbeutel dringend, dringend, dringend ans Herz lege auch.
und auch für unsere Umwelt ist es gut. So, jetzt muss ich zurück zu meinem Faden. Also ich sage, wir sind, so wie wir leben, so wie wir dastehen, so gesund wie wir sind, so knackig wie wir sind, so im Saft wie wir stehen, sind unsere Haare. Weil die Haare wachsen aus uns heraus. Sie bestehen aus Keratin. Klar, sie sind eine Hornschicht, genauso wie Fingernägel und so weiter und so fort. Ich habe euch da auch schon mal ein Video gemacht zu Niacin, Vitamin B3. Das supplementiere ich auch sehr, 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 sehr gerne. Und ich sage euch, das mache ich jetzt so wahrscheinlich ein Dreivierteljahr. Und mit meinen Fingernägeln kann ich Schrauben reindrehen. Und meine Haare bekommen überhaupt gar keinen Spliss. Also was ich sagen will, alle, die jetzt sagen, ja, mit Ernährung hat es mit den Haaren aber nichts zu tun, denen würde ich jetzt einfach sagen, Freunde, wisst ihr, es gibt ja diese Haaranalysen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus den Nachrichten kennt oder so, aber man hat ja zum Beispiel schon festgestellt, ob Leute Drogen konsumieren oder ob sie Alkohol trinken oder was auch immer. Und das kann man auch an der Beschaffenheit und eben an der Struktur und den ja, den Stoffen im Haar feststellen, weil da wird natürlich alles eingekapselt und ausgeschieden, was der Körper auch loswerden muss. So, also jetzt wisst ihr mal, wo der Ansatz ist, wo es hingeht mit den schönen Haaren. Jetzt möchte ich euch sagen, ich habe heutzutage in dieser Phase meines Lebens die besten Haare, die ich haben kann, von denen ich nie geahnt habe, dass ich sie haben könnte. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es funktioniert auch nicht mit einem einzigen Luxusprodukt, das in der Werbung einfach mal hingehaucht wird, sondern es ist ein bisschen Arbeit und ein bisschen Verständnis. Also gute Ernährung, einfach den Körper wieder gut hinstellen, will ich euch nur sagen. Schauen, wo die Ursache sind, nicht immer nur die Symptome behandeln. Ja? Aber dazu habe ich euch auch schon unterschiedliche andere Videos gemacht, mit Histamin, mit der Schilddrüse, mit all diesen Sachen. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück aufs Äußere. So. Zum einen habe ich euch schon vor vielen Jahren in einem Video eine Sisalbürste vorgestellt. Und es ist ja so ein altmodischer Trick, dass man sagt, bürste deine Haare 100 Mal am Tag und so weiter und so fort. Das haben die Prinzessinnen früher gemacht. Ich mache das wirklich schon sehr, sehr lange. Und 2 Jahre, ich habe euch auch in meinem ersten Buch, kann ich selbst, mache ich selbst, darüber berichtet und habe das da auch schon reingeschrieben und so. Und ich mache das immer und immer nur noch mit dieser Bürste. Die habe ich auch schon lange. Sieht ein bisschen abgenudelt aus. Ich wasche die immer wieder. Ich benutze die fürs trockene und fürs nasse Haar. Ist 1A. Ich würde nie wieder eine andere Bürste benutzen wollen. Die tut meinem Haar einfach gut, pflegt, macht es geschmeidig und schützt das Haar auch. Also die äußere Hornschicht platzt nicht auf. So, das heißt, ich habe schon mal im Prinzip diese eine Bürste. Das ist es. In meinem Badezimmer ist es leerer geworden, seit ich alle diese Erkenntnisse habe. Dann habe ich früher immer mit Shampoo gewaschen. Natürlich musste es ein Volumen-Shampoo sein, denn ich wollte ja, dass meine Haare voluminös sind. Das will man ja immer, wenn man so feines Haar hat, ne? Und dann habe ich natürlich auch noch einen Conditioner genommen und dann habe ich noch ein Volumenspray genommen und dann habe ich angefangen, die Haare zu föhnen und eventuell noch einen Hitzeschutz reingemacht und noch ein Stylingprodukt und dann hinterher noch etwas zum Fixieren. Und all das ist auch aus meinem Badezimmer verschwunden. Ich habe euch mal ein Video dazu gemacht, wie ich mein Syndet, also meine Haarwaschseife selber mache. Und wer das nicht machen möchte, dem kann ich hier eine kleine, ich verlinke euch das alles, Haarseife empfehlen. Damit wasche ich meine Haare. Und ich habe euch natürlich, weil ich bin ja schon eine Weile auf YouTube unterwegs und da könnt ihr auch den Vergleich sehen, wie waren denn meine Haare ganz zu Anfang, mein erstes Video vor 7 Jahren oder so. Und wie sind denn meine Haare jetzt? Leute, einige von euch schreiben das auch wieder rein, Andrea, deine Haare haben sich total verändert und sowas, weil die mich natürlich schon länger kennen und beobachten. Und es stimmt, das ist sozusagen ein komplett neuer Wald gewachsen. Ja? Und dazu habe ich euch dann natürlich auch noch schon mal ein Video gemacht über die saure Rinse. Die kann man ja mit Essigwasser machen und die kann man auch mit Zitronenwasser machen. Ich mache sie jetzt immer mit effektiven Mikroorganismen. Ich entwickle mich natürlich auch weiter. Aber auch da könnt ihr doch mal gucken, weil die Säure und der pH-Zustand des Haares ist wichtig nach dem Waschen, dass das Haar sich wieder schließt und dann einfach sich nicht verklettet und besser frisieren lässt. Und heutzutage mache ich das mit effektiven Mikroorganismen. Darüber habe ich ein ganzes Kapitel auch in meinem neuen Buch geschrieben. Alles sauber über oder was? Alles sauber oder was? Den Titel des Buches sollte ich eigentlich besser aussprechen.
In diesem Buch geht es eben darum, dass wir für Haushalt oder Kosmetik wahnsinnig viele Produkte benutzen, dadurch aber nicht sauberer oder schöner werden, sondern eher total viel Dreck für unsere Gesundheit und für unsere Umwelt anstellen und dass es letztendlich um Minimalismus geht. Also eine Haarseife, wenn ich danach ein bisschen saure Rinse machen will, dann sprühe ich meine Haare oder wasche sie einfach mit den effektiven Mikroorganismen. Dazu werde ich euch ein nächstes Extra-Video machen. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Und das ist es, dann lasse ich die trocknen oder wenn ich es eilig habe, dann föhne ich sie. Und dann, und das zeige ich euch jetzt, bringe ich sie ein bisschen mit einem Lockenstab in Schwung, so in diesen Schwung hier, ja? So, jetzt zeige ich euch hier einfach nochmal meine Utensilien, meine wenigen spärlichen Utensilien, die ich mittlerweile nur noch habe zum Haarestylen, die aber total ausreichen und meine Haare wirklich schön machen. Klar, Haare gewaschen, ich bürste sie nochmal und dann geht es los. Heute habe ich Lust auf Beach Waves. So ein kleiner Schwung, der ist ja immer ganz schön. Ich habe einen Thermohandschuh zu meinem Lockenstab. Der Lockenstab hat 4 oder 5 verschiedene Aufsätze in unterschiedlichen Durchmessern. Also je nachdem, wie groß oder wie klein ihr die Locken haben wollt, könnt ihr den aufsetzen. Dann teile ich die Haare in Partien und fange an, von oben nach unten aufzudrehen. Ist kein Hexenwerk bis hier. Jetzt lasse ich das ganz kurz von der Wärme einfach einziehen. Der Thermohandschuh hält das super aus, also da passiert nichts. Und dann nehme ich es schon raus, weil ich möchte ja das Haar, also das Horn, zwar formen, aber nicht durch die Hitze zerstören. Ich will ja, dass es mir lange gut erhalten bleibt und eben auch Spannkraft behält. Deshalb, dieses bisschen Hitze hat völlig gereicht, um es so zu wellen und auch um die Wellen dauerhaft im Haar zu lassen. Und das mache ich jetzt einfach Strähne für Strähne und Partie für Partie. Und das geht ratzfatz und tut nicht weh. Vielleicht vom Verständnis nochmal, dieser Thermohandschuh, wenn ich dann den Lockenstab rausziehe, hat noch genug Wärme, um die Haare noch ein bisschen weiter in ihrer Form zu stabilisieren. So, und da sieht man es jetzt auch, dass die Spannkraft ist gut, die Haare sind dadurch auch, werden nicht ausgetrocknet, was ja auch wichtig ist. Dadurch sind sie dann auch nicht brüchig. Weil ich es natürlich haben will, bürste ich dann nochmal aus. Meiner Erfahrung nach ist, umso ja, wilder oder unstylischer ich mit meinen Haaren umgehe, umso besser fallen sie, umso natürlicher bleiben sie. Und das ist es im Prinzip schon. Jawohl, los geht's. So, weshalb wollte ich euch das zeigen? Also erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch gefällt. Jeder hat natürlich seinen eigenen Style. Ich mag das so ganz gerne. Ich mache meine Haare dann aber auch locker. Also die sind halt nicht so zurechtgestylt und deshalb finde ich das ganz schön. Und ich muss sagen, so mit den Sachen, die ich benutze, bleiben die Wellen auch einfach drin und das auch über mehrere Tage. Weshalb zeige ich euch das nochmal? Dieser Lockenstab ist ja nun wirklich jetzt nicht die Erfindung des Himmels oder so, dass man das noch nicht kennt. Mit dem Thermohandschuh, ich habe das halt gut im Griff. Ich erhitze die Haare nicht allzu lange. Ich halte die dann einfach kurz, dann bleibt die Welle und ich muss meine Haare nicht so, ja, belasten. Aber ich mache das auch deshalb, weil ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen und die ist sehr, sehr um ihre schönen Haare ja, besorgt und ambitioniert. Und die hat sich einen Lockenstab gekauft für 500 Euro und ist trotzdem nicht mit ihren Haaren zufrieden, weil es nicht richtig wirkt, wie sie sich das vorgestellt hat und weil es zuzelt und so weiter und so fort. Ich will nur sagen, Freunde, klar, ich habe auch viel Geld ausgegeben für Haarprodukte und so. Und ich brauchte das ja auch noch eine Zeit lang. Ich arbeite ja immer weniger als Visagistin, aber trotzdem auch trotzdem immer noch gerne, weil es auch Spaß macht, der Job. Natürlich gibt es unterschiedliche Produkte und auch unterschiedliche Lockenstäbe, aber im Prinzip braucht man 2, 3 Sachen. Und ich weiß es nicht, aber ein Lockenstab mit 15 Aufsätzen für 500 Euro, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ich will noch mal von außen nach innen gehen, ob wir wirklich schöne Haare haben, uns gut fühlen und ob unsere Umwelt uns gut wahrnimmt, hängt nicht alleine davon ab, wie viel Geld wir für einen Lockenstab oder ein Shampoo ausgeben. Das ist meine Einstellung und meine
Erfahrung und das, was ich über Jahre einfach wirklich am eigenen Körper erlebt habe. Deshalb würde ich euch da gerne so ein bisschen zurück zur Natur holen mit der Sisalbürste, den effektiven Mikroorganismen, dem kleinen Seifenstück und einem weiteren Multitalent aus meinem Superbuch Alles sauber oder was? Diese Frage stelle ich ja ganz salopp, das ist ja meine Einstiegsdiskussionsfrage mit diesem Buch auch. Zeolith. Dieses kleine Mineralpulver. Darüber habe ich euch neulich ein Video gemacht, weil ich das als Trockenshampoo und auch als Volumen-Styling-Produkt benutze. Einige Leute fanden es ganz, ganz toll. Andere Leute haben gesagt, ich habe es ausprobiert und es hat auf der Kopfhaut gejuckt und gepiekt. Zu unserer Kopfhaut will ich nochmal sagen, ich hatte früher auch, als ich noch sehr viel konventionelle Produkte benutzt habe, Conditioner, Shampoos, Volume Sprays und sonst irgendwas, gerne echt unangenehme Pickel auf der Kopfhaut, Jucken und Pickel, so richtig fette Pickel. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichen, da war mal ein wirklicher Cut zu machen. Nachdem ich dann auch entgiftet habe, gefastet habe und so ist das alles verschwunden. Aber nachdem ich natürlich auch meine Produkte umgestellt habe, meine Produkte kosten jetzt zusammengerechnet vielleicht, die halten ja ewig auf ein halbes Jahr, sagen wir mal 15 Euro. Dankeschön, ja. Weniger ist also mehr. Und jetzt aber nochmal zum Zeolith, weil einige gesagt haben, dass es piekst. Es stimmt. Zu Anfang, als ich das erste Mal benutzt habe, hat es bei mir auch gepiekst. Jetzt kann ich mir das nur so vorstellen, ist aber nur meine eigene an mir ausprobierte Feldstudie, dass dann was passiert. Weil Zeolith ist ja ein Puffstein, ein mineralischer Puffstein. Ihr werdet auch in meinem Buch sehen, was ich alles damit mache, ob Haushalt, ob Haustiere, ob Kosmetik und alles. Aber es kann natürlich sein, auch nach dem Haare färben. Oder wenn man eine strapazierte Kopfhaut hat, da passiert ja erstmal was. Der saugt ja auf. Und dann kann es natürlich sein, dass es auch erst einmal ein bisschen juckt oder sowas. Ich erinnere mich daran, das vergeht aber. Also Leute, gebt vielleicht nicht zu schnell auf. Und auch wenn ihr dann traurig seid und denkt, Mensch, die Andrea hat es gezeigt und es sah so toll aus. Ich habe vergessen, das in dem anderen Video dazu zu sagen. Bitte gebt der Sache noch mal eine Chance. Ich bin so wahnsinnig überzeugt davon. Ich habe das auch jetzt wieder drin, ne? Ich mache mir das dann einfach so rein in die Hand und dann habe ich hier mein Volumen. Ich kann jede Frisur in 0, nix damit machen. So ein Easy Dutt oder alles. Die Haare bleiben. Ich brauche kein Haarspray. Ich brauche nichts. Und wenn ich aufmache, ist es auch noch so. Und wenn ich sie nur alle 5 Tage wasche, ist es auch wunderbar, weil sie einfach nicht mehr fetten. So, Freunde, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, wenn euch dieses Thema interessiert, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Ich weiß ja, es gibt ja ganz, ganz viele Beauty-Blogger auf YouTube, die sind natürlich alle, die schminken sich da ständig und machen sich die Haare und so. Es sind ja nicht so meine Hauptthemen. Ich will ja die Sache vom Kern angehen. Deshalb geht es mir ja so darum, dass wir eine gute Ernährung haben, dass wir gute Nährstoffzufuhr haben, die unser Körper so verarbeiten kann, dass wir eben tolle Fingernägel haben, dass wir tolle Haare haben, dass wir auch in fortgeschrittenem Alter eine schöne Haut haben, dass wir ein knackiges Bindegewebe haben, dass wir eine gute Verdauung haben, uns wohlfühlen und einfach versuchen, glücklich zu sein. Und ja, auch wenn man es als oberflächlich betrachtet, auch unsere Haare gehören dazu, denn wenn wir uns gut fühlen, sind wir ja auch glücklich, dann sind wir selbstbewusst, können andere Leute anlächeln und anstrahlen. Die strahlen uns wiederum zurück und lächeln uns wieder an. Und so ist es dann, wenn die Haare schön sind, vielleicht ein bisschen Weltfrieden. Okay, Leute, streicht das. Ich weiß noch nicht, ob ich es drin lasse oder rausschneide. Aber der Weltfrieden ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Den werde ich aber in einem anderen Video noch einmal ganz gründlich und ganzheitlich angehen. Bitte schaltet dazu auf gar keinen Fall ein. Und ja, ich schreibe euch alle meine Links in die Infobox. Das war's für heute. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, mache ich euch gerne weitere Videos dazu. Aber alle Themen, ob das Make-up ist, ob das Haare sind oder was auch immer, ich versuche halt das Ding von der Wurzel anzugehen und nicht nur die Splissstellen irgendwie zuzukleben.
Das ist in unserer Gesellschaft leider gerade das Problem, dass wir immer nur versuchen, die Löcher so ein bisschen oberflächlich zu stopfen und die Symptome zu bekämpfen, aber dass wir nicht den Grundkern angehen. Also, wenn ihr Lust darauf habt, schreibt mir das, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, teilt dieses Video und aktiviert auch diese Glocke, damit ihr kein weiteres Video über Haare und sonstige wirkliche wissenswerte Themen verpasst. Mit ganzer Liebe, eure Andrea. Tschüss. Das könnt ihr euch guten Gewissens in die Haare schmieren.